Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern Digital. Die Würfelwerfer Digital, das sind auch diesmal wieder der Thomas und der Steffen. Und wir sitzen hier vor einem echten Klassiker, sowohl als Brettspiel als auch als Umsetzung. Und zwar geht es um Carcassonne. Die iOS-Umsetzung. Muss man ein bisschen aufpassen. Im Google Play Store gibt es auch Carcassonne-Umsetzungen, das sind andere. Ja. Wir sprechen ja ganz explizit über die Carcassonne-Umsetzung von den Coding Monkeys, die, glaube ich, in München sitzen, wenn ich mich nicht täusche, und schon 2010 hier eine echt coole Version von Carcassonne rausgebracht haben. Und mal schauen, ob die Erinnerung trügt, ob sie wirklich noch so gut ist, auch nach so vielen Jahren, weil wir haben sie schon lange nicht mehr gespielt oder ich habe sie lange nicht mehr gespielt. Für dich, Thomas, ist es, glaube ich, sowieso das erste Mal Carcassonne. Ja, also nicht ganz das allererste Mal Carcassonne, aber es ist tatsächlich kein Spiel, das ich gut kenne. Ich habe es tatsächlich erst ein einziges Mal gespielt. Und ja, die iPad- oder iOS-Version kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Dann würde ich sagen, suchen wir mal ein Tutorial. Ja! Solitär, Spiel der Woche, Itidaine. Das klingt irgendwie interessant. Klingt so ein bisschen gälisch oder so, würde ich jetzt mal sagen. Aber wo finde ich jetzt das Tutorial? Normales Spiel mal auf lokal? Oder? Unten gibt es noch Symbole. Was genau wollen die uns sagen? Info. Ha. Ja, das hilft uns jetzt noch nicht weiter. Vielleicht, falls wir es eben nicht erwähnt haben, das Originalspiel ist von dem Klaus-Jürgen Frede natürlich. Carcassonne, das müsste fast jeder kennen. Das ist ja entsprechend ein Klassiker wie Siedler von Catan, mindestens. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar inzwischen erfolgreicher ist. Gibt es in 1000 Variationen. Wir haben sogar zuletzt für unseren Podcast, für den großen Wurf, der Würfelwerfer, haben wir für die aktuelle Folge von Mary X-Wing, für unsere Star-Wars-Folge, haben wir Carcassonne Star Wars gespielt und das war richtig geil. Das war richtig gut. Haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Hat uns besser gefallen sogar als das Original Carcassonne. Aber ich will es euch jetzt nicht madig machen. Carcassonne ist auch so ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Tutorial. Da unten gibt es einen Giftkelch. Warte mal, ich drücke mal auf den Giftkelch. Das sind die Highscores. Ach, das ist ein Pokal. Ja, ja, so. Giftkelch, Pokal, sind nah beieinander, ja, würde ich sagen. Da kann man Musik und Effekte einstellen. Ich finde allein schon das Menü, abgesehen davon, dass ich das Tutorial jetzt, vermutlich kommt das gleich automatisch, nicht finde, ist das sehr schön gemacht. Man kann ja auch Sachen dazu kaufen. Kaufen, apropos kaufen. Jetzt kommen wir gleich zum Punkt. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund von ordentlichen Preisen bei Apps für Brettspiele. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, 10 Euro für eine App. Da musste ich auch ein bisschen schlucken, vor allem, weil man hier auch noch Sachen dazu kaufen kann und soll. Ja. Da kriege ich ja schon fast Carcassonne für. Was, glaube ich, für regulär schon weit unter 20 im Laden zu kriegen ist. Okay, gucken wir, ob es das nachher wert ist. Wir haben jedenfalls, da es ja aktuell Adventszeit ist, hoffentlich auch noch, wenn ihr dieses Video schaut, haben wir die Winter-Edition hier mal gekauft. Die versuchen wir jetzt auch gleich mal zu probieren. Ja. Und zu spielen. So, jetzt, wo soll ich draufdrücken? Solitär, Itidaine oder normales Spiellokal? Ich würde es mal mit normales Spiel lokal probieren. Wir gehen ins Lokal. Okay, wir erstellen ein lokales Spiel. Willkommen in Carcassonne. Bevor wir loslegen, würde ich gerne deinen Namen wissen. Aha. Du kannst ihn im Adressbuch aussuchen oder einfach eintippen. Dann tippe ich mal. Ich tippe den mal ein. Weißt du, mein Adressbuch geht dich gar nichts an. So, wie nenne ich mich denn? Michael. Datenschutz ist... Na gut, Steffen. Nein, wir machen, falls das Tutorial kommt, machen wir doch lieber mal den Thomas dahin, dann kannst du das nämlich gleich mal ausprobieren. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Sieht so aus, als wäre das dein erstes Carcassonne-Spiel. Oh, das hat er gleich sofort erkannt. Ja. Thomas, den kenne ich doch. Du bist doch der Thomas, der noch nicht Carcassonne gespielt hat. Erklär mal kurz die Regeln. Na klar. Gut, dann fangen wir mal an. Das ist der Tisch. Der Tisch ist dein Freund. Das Spiel beginnt mit dem Startkärtchen in der Mitte des Tisches. Dann bauen die Spieler Karte um Karte die Welt von Carcassonne. Ja. Achso, das waren Markt und Diener jetzt. Leg dein Kärtchen an einen freien Platz. Städte und Straßen müssen natürlich zusammenpassen.
Okay, er gibt mir da ja quasi schon was vor, wenn ich das richtig sehe. Genau, er sagt dir schon mal, wo es überhaupt hinpassen kann. Gute Wahl. Das ist ein schönes Plätzchen für dein Kärtchen. Manchmal, wenn man sich unsicher ist, möchte man sich vielleicht noch umentscheiden. Lass uns das mal ausprobieren. Beweg dein Kärtchen zu einem anderen freien Platz. Weil so toll war es dann wohl doch nicht. Reingelegt. Genau so. Sieht doch viel glücklicher aus hier, oder? Um deinen Zug zu beenden, tippe den Haken rechts oben an. Jawohl. Da ist doch ein Haken an der Sache. Was hat denn die Magd da gemacht und der Diener? Die Magd jetzt weißt du, wie man in Carcassonne baut. Lass uns mal gucken, wie man Punkte macht und gewinnt. Diese Jungs hier, das sind deine Gefolgsleute. Um das Spiel zu gewinnen, setzt du deine Gefolgsleute auf Bauwerke oder Wiesen. Wenn ein Bauwerk fertig wird, bekommst du deine Gefolgsleute zurück. Und es gibt Punkte. Und wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt. Du kannst deine Gefolgsleute in Städten und Klöstern oder auf Straßen und Wiesen platzieren. Allerdings nur, wenn sie noch nicht von einem anderen Spieler besetzt sind. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wann sind denn meine Bauwerke fertig? Ganz einfach, eine Stadt zum Beispiel ist dann fertig, wenn ihre Stadtmauer vollständig geschlossen ist. Eine Straße beginnt und endet an einem Bauwerk oder einer Kreuzung. Klöster müssen ringsum von anderen Kärtchen umrandet sein. Große Enttäuschung, Wiesen sind nie fertig, aber nicht traurig sein. Am Ende des Spiels bekommst du Punkte für jede Stadt, die angrenzt und fertig ist. Hui, jetzt wird's aber echt Zeit, dass du mal ein paar Punkte machst. Lass uns die Stadt hier fertigstellen und loslegen. Schön gesagt. Schieb dein Kärtchen zu der freien Stelle bei der Stadt. Ja, er kennt mich auf jeden Fall, das merkt man. Oh. Oh, ihr seht, das Kärtchen dreht sich automatisch. Leg einfach dein Kärtchen auf den freien Platz und jetzt noch einen Gefolgsmann draufsetzen. Drück doch mal den Knopf da, rechts oben. Gut, schieb den Gefolgsmann jetzt auf den freien Platz in der Stadt. Jetzt musst du doch noch draufziehen hier von unten. Ah ja, okay. Perfekt, und jetzt noch den grünen Haken drücken. Da schau her, du hast 4 Punkte bekommen und dein Gefolgsmann ist auch gleich zurück. Großartig, nicht wahr? Ja. Während man spielt, wird die Welt manchmal ziemlich groß. Um mehr zu sehen, kannst du mit 2 Fingern den Tisch vergrößern und verkleinern. Probier mal, es macht Spaß. Also ich meine, man wird ja ziemlich an die Hand genommen hier. Ja. Teilweise aber auch vielleicht schon ein bisschen jetzt zu viel. Jetzt weißt du eigentlich alles, was du brauchst, um deine erste richtige Partie Carcassonne zu spielen. Ich verstecke mich dann so lange im Handbuch. Viel Spaß beim Spielen. Ich find's witzig. Ich find's sehr, sehr cool. Ach, das war's schon. Okay. Das war's. Ja, gut. Ja. Okay. Gut, so viel hat jetzt noch nicht alles erklärt. Also, du kannst halt auf jedes Plättchen eins deiner Männchen stellen. Du bekommst die aber erst wieder zurück, wenn sie gewertet sind. So lange bleiben die da stehen. Ich weiß nicht, das hat er, glaube ich, jetzt nicht erklärt. Und bei den Wiesen, es kann vorkommen, also du kannst ja nie irgendwo was hinstellen, wo jemand anderes schon steht, also in die gleiche Stadt. Ja. Du kannst aber, es kann durchaus vorkommen, dass du irgendwo ein Männchen hinstellst und später wachsen die erst zusammen. Ja. Und dann geht es nachher um Mehrheiten, wer mehr Richtig, hat und so. Richtig, genau. Ja. Aber das hätte vielleicht auch zu weit geführt. Mal sehen, vielleicht erklärt das ja gleich noch im Spiel. Ich würde sagen, spiel du doch mal so eine, oder sagen wir zu zweit, können wir auch. Machen wir ein neues lokales Spiel. Neue Spiele. Kann man natürlich auch gegeneinander spielen. So, du willst gerne den nächsten Sieg einfahren. Nee, wir nehmen ja noch den Diener dazu. Oder nehmen wir lieber den Fürst, der ist ein bisschen gebildeter. Sonst wird es ja zu einfach, oder? Exzentrisch oder klingt Hexe, auch nicht gut. Hexer, Computer, böse. Ja, Wahrsagerin, Computer, exzentrisch. Ja. Oder sollen wir erstmal so ein Opfer lieber nehmen? Komm, der Diener reicht uns, bevor es wieder peinlich wird. Okay. Halt! Jetzt würde ich gerne nochmal abbrechen. Moment. Das geht natürlich gar nicht. Was denn? Ah. Wir wollen natürlich... Ja, natürlich. Ach, im Winter spielen. So. Ah, war ich das schön. Ich stehe so auf Winter. Ja. Ich spiele, das wird euch auf iOS-Fans vielleicht gar nicht so interessieren. Und wir spielen im Moment, du ja auch, Skyrim mal wieder. Special Edition. Tolles Rollenspiel in so einem Winter-Setting. Ich stehe total drauf. Winter ist einfach toll.
gucken hier raus und Shift. Naja, gut, gucken wir wieder hier auf Carcassonne und das Wetter ist schön. Wer ist denn dran? Thomas, du darfst. Ist das ein Lebkuchenmännchen? Ist das ein Lebkuchenmännchen? Man könnte das so deuten. Sieht so aus. Fehlen aber so ein paar Zuckerkugeln. Ja, schön. Komm, leg mal dein Plättchen irgendwo hin. Du könntest natürlich jetzt die Stadt zum Beispiel schon fertig machen, Männchen draufsetzen, kriegst du gleich wieder, hast du 4 Punkte. Genau. Kannst du auch natürlich auf die Straße oder auf, ja. Das ist die große Frage. Ich nehme jetzt einfach mal die Punkte direkt mit. Das kann eigentlich auch nicht mal schaden. Mal schauen, wo es mich hinführt. Zack. Schubidubidu. So, der schnappt sich hier eine Mehrheit. Ich glaube, ich würde mich doch lieber in die Stadt setzen. Ja, das gilt jetzt für die Straße, ne? Wo sich der Diener... Nein, das gilt tatsächlich für die Wiese, die jetzt keine Wiese ist, weil Schnee drauf liegt. Mhm. Und da gibt es nachher, da weiß ich jetzt gar nicht, ich hätte noch mal die Regeln vielleicht erklären sollen, 2 Punkte pro Feld, glaube ich. Oder 1 Punkt pro Feld, Da muss ich tatsächlich wirklich, muss man gleich nochmal die Regel gucken und da sehen es natürlich auch beim Auswerten. Also bei der Stadt ist es auf jeden Fall so, dass pro Feld 2 Punkte gibt, plus manchmal noch für Bonussymbole Punkte extra. Bei der Straße, meine ich, ist es weniger. Das ist, glaube ich, ein. Aber gut, wir werden es gleich sehen. So, ich mache einfach mal die Stadt jetzt größer. Dann machst du natürlich meine Stadt größer, weil du darfst dort nichts draufstellen. Das darf ich. Nein, weil du darfst in meine Stadt nichts reinstellen. Was du aber machen kannst, zeige ich dir mal. Du könntest hier hingehen, jetzt ist unsere Stadt nicht verbunden, sie könnte aber noch verbunden werden und dann könntest du dich in die Stadt stellen. Ja. Und wenn die zusammenwächst, dann hätten wir... Eine gemeinsame Stadt. Ja, dann geht es nachher um die Mehrheit. Dann geht es wieder um die Mehrheit. Wir probieren das. Genau. Und das ist eigentlich auch, was das Spiel natürlich dann spaßig macht. Und jetzt? Ist das Lebkuchenmännchen dran oder wie? Eigentlich müsste doch der Diener... Nee, ich bin noch... So, Straße hier, 1 Punkt pro Karte. Gibt es bei der Straße, da wissen wir es auch. Wie ich eben gesagt habe, für eine Stadt bekommt man 2 Punkte und 2 weitere Punkte für jedes Wappen. Mhm. Und da hatte ich eben das Gefühl, vielleicht ist dieser Lebkuchenmann da irgendwie sowas wie ein Wappen, ich weiß es aber nicht. So, Kloster gibt, wenn es komplett umgeben ist, 9 Punkte. Mhm. Gefolgsmann in Stadt mit Lebkuchenmann pro Karte. Umsetzen des Lebkuchenmannes, den kann man umsetzen. Das ist tatsächlich eine Winterregel. Okay, Gefolgsmann in Stadt mit Lebkuchenmann. Umsetzen des Lebkuchenmannes, den kannst du wohl irgendwo anders hinsetzen. Da muss man aber erstmal drauf kommen. Ja. Aber wieso konntest du den eben nicht umsetzen? Du hast auch einen Gefolgsmann in der Stadt. Weil auf meinen Plättchen gar kein Lebkuchenmann war. So, okay. Was der Lebkuchenmann jetzt macht, ich nehme an, den kannst du zu dir stellen und der verstärkt dich dann vielleicht. Insofern ziehst du den am besten zu dir auf die Stadt. Ah, okay. Faszinierend. Man hat, oh, die möchte auch noch mitmachen. Ah. So, jetzt könnte ich natürlich hier oben gerne die Stadt dicht machen, aber dann passen die Straßen natürlich nicht, deswegen geht das nicht. Wie mache ich jetzt hier meine Punkte? Ah, komm, ich gehe mal hier hin. Mhm. Setze ein Männchen auf die Straße, was dann auch gleich gewertet wird mit 3 Punkten, weil die Straße zu richtig. Ende ist, von Kreuz und zur Stadt. Ja, und dann ist, man erkennt ein bisschen schlecht, wer dran ist, oder? Ach, das ist einfach oben in blau gefärbt, ne? Thomas, ja. Ich nehme an, weil das Banner blau ist, dass du jetzt dran bist. Tja, ich setze die jetzt hier hin. Damit tue ich dir eigentlich auch einen Gefallen. Ja, dann tust du mir natürlich auch einen Gefallen. Aber hier tue ich dem Diener einen Gefallen. Ja, dann tu doch lieber mir einen Gefallen. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre ja noch schlimmer. Nein, zurück. So. Aber setzen kannst du natürlich jetzt nur auf die anderen Städte, die nicht verbunden sind. Genau, zum Beispiel da nach oben. Okay, und da gibt es wieder ein Lebkuchenmännchen. Genau. So ganz mir noch nicht klar, was das Lebkuchenmännchen macht. Ich nehme an, das ist einfach ein Männchen mehr. Hat mir das gerade vielleicht irgendwie einen Zusatzpunkt gebracht oder so? Aber ich, keine Ahnung. Wir gucken noch mal kurz in die Hilfe, würde ich sagen. Da, Winter. Winter. Da. Ach, da gibt es eine richtige Beschreibung. Guck mal, das Winterkartenset ersetzt die Karten des Grundspiels ohne Erweiterungen.
Der Lebkuchenmann beginnt das Spiel auf der Stadt der Startkarte. Wird mit Flusserweiterung gespielt, bla bla, tun wir nicht. Ablegen einer Lebkuchenmann-Karte. Zieht ein Spieler eine Lebkuchenmann-Karte, legt er sie nach den normalen Regeln an, führt einen ganz normalen Zug durch. Anschließend versetzt er den Lebkuchenmann. Auch wenn ein Spieler die Stadt abschließt, in der der Lebkuchenmann steht, muss er den Lebkuchenmann versetzen. So, man versetzt ihn auf eine unfertige Stadt seiner Wahl. Nur die Stadt, in der sich der Lebkuchenmann befindet, ist noch nicht abgeschlossen. Der Lebkuchenmann bleibt stehen. Das ist ein Sonderfall. Ja. Oder alle Städte sind abgeschlossen, dann kommt er aus dem Spiel, bis die nächste Lebkuchenmann-Zahl. Okay. Lebkuchenmann-Wertung. Eine Lebkuchenmann-Wertung findet immer dann statt, wenn der Lebkuchenmann eine Stadt verlässt. Ah, sie erhalten ja, alle Spieler okay, Punkte, die okay. einen oder mehrere Gefolgsleute in der Stadt haben. Ja. Jeder Spieler erhält pro Gefolgsmann einen Punkt pro Stadtkarte. Wappen bringen keine zusätzlichen Punkte. Anmerkung. Der Lebkuchenmann ist sehr lecker und wird vom Drachen gefressen. Drachen ist vielleicht aber auch eine andere Erweiterung. Da gibt es den auch im Winter. Werden wir gleich erfahren. Das Schwein und der Baumeister zählen nicht für die Lebkuchenmann-Wertung. Der Doppelgefolgsmann zählt bei der Lebkuchenmann-Wertung nur einfach. Auf einigen Winterkarten ist ein See bei einer Straße abgebildet. Dieser See zählt nicht als Wirtshaus und verdoppelt auch nicht die Punkte der Straße. Siehe auch das Wirtshaus. Also da geht es offensichtlich noch um das Zusammenspiel anderer Erweiterungen damit. Ich glaube auch nicht, dass hier ein Drache drin ist, aber gucken wir mal. Okay. Ja. Das sind also die Zusatzspielregeln. Also hier auf den Karten, würde ich jetzt schon mal sagen, war spontan kein Drache dabei. Ja. Aber ich bin baff. Es gibt ja unglaublich viele Erweiterungen Wahnsinn, tatsächlich für das Spiel. Also so, guck mal, ich kann jetzt aber hier meine... Jetzt kriegst du den genau. Oder kannst ihn versetzen, den Lebkuchenmann. Ich leg den mal jetzt dahin, so. Aber wenn er bei dir weggeht, kriegst du Punkte, ne? Ja, einen Punkt bekomme ich jetzt, genau. Ja, ich setze ihn trotzdem mal zu mir. Wieder zu mir, oder? Genau. Oh, jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn zu mir gesetzt. Das war natürlich schade. Pure Absicht. Das Spiel geht, bis alle Karten ausgelegt sind, richtig? Genau. Ja. So, was mache ich denn jetzt mit dieser wundervollen Karte? Leg sie an. Das ist ein guter Plan. Wo lege ich sie an? Du könntest da oben... Nee, kannst du nicht. Ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Du wirst jetzt vielleicht nur ein bisschen schwierig haben. Ja, da könntest du natürlich die Stadt streitig machen, ne? Ja, komm, mach ich mal. Ich lege mich mit dem Diener an. Ah, jetzt kann ich aber hier nicht noch einen Gefolgsmann reinsetzen, ne? Aber dann bleibt es doch jetzt für immer bei 2 zu 2, oder nicht? Nein, es könnte ja noch mal eine Stadt dazukommen. Also noch mal eine Stadt, die am Anfang getrennt ist, damit verbunden werden. Ja, genau wie du die eben verbunden hast, könnte hier hinten ja auch noch eine sein, die noch nicht verbunden ist. Ich verstehe, ja. So. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Ja, ich sehe das schon. Ich kämpfe jetzt mit dem Diener und du rödelst da für dich rum und kassierst die Punkte. Schauen wir mal. Ich bin jetzt auch nicht der geübte Carcassonne-Spieler. Das ist so ein Spiel, das spiele ich gerne so fluffig vor mich hin. Aber ich habe da immer wenig Anreiz, jetzt zu gewinnen. Das ist eher so ein Wohlfühlspiel, finde ich. Ich glaube, da vergrößerst du gerade meine Wiese, auf der ich schon liege. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich weiß halt nicht genau, wo ich sonst hin soll. Ja, ich meine, hier könnte ich hin, aber... Dann auf jeden Fall nochmal Punkte mit. Ja. Und den Lebkuchenmann, ne? Nee, den kriegst du. Ach so, weil der gar nicht drauf ist, ne? Genau, der muss ja drauf sein. Oh, da kommt ein Kloster. Ach so, genau, ja, versetzen kann ich ihn auch nicht, richtig. Okay. Irgendwie sieht die Landschaft diesmal ein bisschen komisch aus hier bei Carcassonne. Irgendwie seltsam. Ich glaube, ich besetze hier mal eine Straße. Boah, die sieht lohnenswert aus. Naja, sind vier die Punkte. Kann man dir jetzt auch nicht mehr streitig machen, oder? Doch, auch die Straßen können verbunden werden und du stehst dann drauf. Also wenn hier unter dieser Stadt zum Beispiel hier rechts oder zentral jemand die Straße hinlegt und die wird später verbunden, dann begegnen wir uns auf der Straße und ich glaube, die Punkte werden geteilt. Also ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade mal wieder eher unzufrieden. Schau mal, ich könnte hier mal wieder eine Stadt dicht machen. Dann mache ich nur so.
plus einmal Lebkuchenmann, bitte. Den setze ich. Jetzt habe ich natürlich keine eigene Stadt, wo ich die hinsetzen kann. Wo kann ich die jetzt überhaupt hinsetzen? Zu euch da. Achso, nee, da ist auch... Diener hat 8 Punkte, du schon 13. Dann kriegt der Diener die. Ne? Du hast ja nur 23 Punkte. Mir kann ich es ja nicht geben. Oder nicht geben. Ach ja. Schau mal, da kommt ein Kloster für dich. Ja. Kloster, möglichst viel umliegende Plättchen. Also zum Beispiel da nicht ganz gut hinlegen. Ne? Da hast du schon mal 3 daneben liegen. Du musst natürlich als Männchen draufziehen. Jetzt merkst du auch, du hast jetzt nur noch 2 Männchen. Mhm. Das wird halt mit der Zeit auch ein bisschen knapper. Mhm. Ich glaube, das war der letzte Diener, ne? Oder? Nee, du hast noch einen. Guck da unten in der Anzeige, stimmt. Siehst du? Ja. So. Ah, ich kriege auch mal ein Kloster. Das finde ich doch gut. Wenn es jetzt noch einen schönen Platz dafür gäbe. Tja. Könnte da hingehen. Ach, habe ich den gar nicht aufs Kloster gesetzt? Meines? Sieht fast so aus, aber... Ach du mein Schreck. Da war aber hier oben, war irgendwie so eine freie Fläche eigentlich bei dir gekennzeichnet. Da bin ich mal rausgegangen. Hä? Finde ich jetzt seltsam. Ja. Okay. Mich verwirrt es auch. Ja, vielleicht hast du den nicht aufs Kloster gesetzt. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Mhm. Ja, was mache ich denn mit dem Teil jetzt? Ich könnte die Stadt abschließen. Kann ich gar nicht. Du könntest die drunter legen und wenn du noch ein Männchen hast, draufsetzen, um die Mehrheit in der Stadt zu bekommen. Ist aber dein letztes Männchen. Also musst dann irgendwie gucken, dass du auch mal wieder eins zurück auf die Hand bekommst. Ja. Aber das könntest du machen. Tja. Ich weiß gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist alles schlecht. So. Jetzt ja auch hier hinsetzen können und versuchen, hier die Mehrheit zu kriegen, falls du das mal ausprobieren möchtest. So, und dann setzt du da noch ein Männchen auf die Stadt. Was denn, glaubst du, diese Stadt wird überhaupt jemals fertig? Ja, ich glaube, hier gibt es in der Endwertung, gibt es, glaube ich, trotzdem einen Punkt pro Stadtteil nachher. Du musst jetzt auf jeden Fall erstmal nur verbinden, ja? Ja. Ah, das ist die Karte, auf die ich gewartet habe. Dann kann ich nämlich hier meine Straße fertig machen und setze hier gleich noch ein Männchen drauf. Zack, und dann kriege ich auch 2 Männchen zurück. So, hoch. Nein! Jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Ja. Na gut, da sind wir quitt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man auf dieses Männchen drücken will und direkt dahinter ist der grüne Haken zu bestätigen. Der hätte vielleicht auch ein klein bisschen zur Seite angebracht werden können. Ah, guck mal, kriegst deine Stadt fertig. Ja. Ein Männchen zurück. So, guck mal, jetzt könnte ich natürlich hier die Stadt verbinden. Aber da du dich da so frech reingesetzt hast, finde ich das natürlich gar nicht so cool. Deswegen erweitere ich... Ah nee, wenn ich sie hier hinmache, kann ich natürlich auch kein Männchen draufsetzen. Hom. Zack. Vielleicht kann ich rot da oben noch ein bisschen die Stadt streitig machen. Hm.
Also das Managen, wie viel von den Männchen habe ich noch, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ja. Tja. Da muss ich doch mal zumindest mal für einen Ausgleich sorgen. Ach, das war der Lebkuchenmann. Der geht natürlich mal hierher. Moment, wieso hat er uns jetzt 4 Punkte gebracht? Weil der quasi dann, also das gibt quasi eine komplette Wertung. Also die Hälfte. Normal kriegst du ja 2 Punkte pro Stadt. Ja. Mit dem Lebkuchenmann nur einen pro Feld der Stadt, genau. Ah, okay. 24 zu 31, Thomas, du bist nicht so schlecht, auch wenn du immer so jammerst. Ja, es ist, also es, es kommt mir im Moment noch alles sehr zufällig vor, was ich hier so tue. Willkommen in der Welt von Carcassonne. Nein, ja, es gibt auch Leute, die spielen das als Turnier, die wissen aber auch, welche Plättchen im Stapel sind, die wissen, was noch kommt und mit welcher Wahrscheinlichkeit die kommen. Aber ansonsten bist du natürlich auch schon sehr ein bisschen davon abhängig, was du natürlich ziehst. Das gehört zu Carcassonne auch dazu. Das muss man natürlich auch mögen. Also jetzt kein tiefes Strategiespiel, kein Taktikknaller in dem Sinne. Ja, damit kannst du. Kann ich, richtig, wenn man es dreht, ne? Ja. Genau. Also, das finde ich echt nett gemacht, dass die Plättchen auch automatisch erstmal schon sinnvoll hingedreht werden. Ja. Ja, da könnte ich jetzt halt dann noch eine neue. Achso, den bekomme ich ja zurück. Den bekommst du zurück. Du musst halt immer bedenken, wenn du jetzt links von den Plättchen anlegst, dann brauchst du nachher ein sehr spezielles Plättchen mit Stadt unten, Straße rechts und Wiese links. Das ist meistens schwer, so könntest du ihn eher nach oben vielleicht legen. Aber da schließt sich ja auch schon eine Stadt an quasi. Genau, da ist natürlich ein ähnliches Problem. Ja. So, ich habe nur noch ein Männchen und auch so ein popeliges. Gibt es irgendwo eine Stadt, die man abschließen kann? Eine Straße? Nee. Aber hier die verlängere ich mal und komme. Ich setze mein letztes Männchen mal ein. Ja. Die Carcassonne-Fans unter euch werden vermutlich sich in Grauen abwenden, was wir hier zusammenspielen. Vermutlich kann man da doppelt so viele Punkte holen. Ja, 29, 27, 23. Also wir sind auf jeden Fall besser als der schwächste KI-Gegner. Noch. Ich glaube, das noch sollte betont werden. Mhm. Da. Nein! Ja, was? 31 zu 33, 34 zu, du bist nichts vorne! Kelplamage! Der Diener liegt vorne, wenn ich dich beruhigen darf. Ach so! Du meinst der mieseste KI-Gegner, der hat uns jetzt. Halt! Da wollte ich gar nicht hin. Das ist aber gar nicht so verkehrt. Das kannst du ja noch. Ja, stimmt. Ja. Mit der Straße mache ich jetzt richtig dick Punkte. Thomas, streng dich mal an. Du bist unsere letzte Hoffnung, Obi-Wan Kenobi. Wäre mir neu. Schlag den Diener. Eine große Kreuzung. Schau mal. Mache ich doch hier schon mal. Mhm. Nein, will ich da dicht machen? Will ich eigentlich auch nicht, ne? Aber denk dran, die Restkarten werden auch weniger. Ja, Opfer müssen gebracht werden. Ich habe natürlich wieder kein Männchen mehr.
Was würdest du denn in der Schlusswertung jetzt für die Straße bekommen, wenn die unabgeschlossen bleibt? Ich glaube auch einen Punkt pro Feld. Ah ja, okay. Ja, ich glaube, das macht keinen Unterschied in der Wertung. Mhm. Es blockiert halt nur dein Männchen während des Spiels, ne? Ja. Oh, ich kann die Stadt vollenden. Ich glaube es nicht, oder? Ist doch vollendet, ja. Ne? Wahnsinn. Halt. Ja, okay. Unglaublich. Und Thomas geht in Führung. Das ist so, man muss nur genug jammern. Hm? Das, das ist meine Taktik. Läuft gar nicht bei mir. Unglaublich. Ich kann dir mal kurz ein bisschen erzählen, was bei Star Wars Carcassonne anders ist. Also es spielt natürlich nicht im Schnee. Ja, ich habe nämlich eben, hatte ich mich schon ein bisschen gewundert, ich bin davon ausgegangen, dass es nur optisch anders ist, dass die Regeln identisch sind. Ist aber das scheint anders. Ja. Bei Star Wars Carcassonne ist es so, also man baut solche Raumstrecken und Meteoritenschwärme und kann Planeten besetzen, ähnlich wie die Kloster. Ja. Aber man kann sich zu jemandem ins Kloster setzen, also auf den Planeten. Ja. Und dann wird ein Kampf ausgetragen, es wird gewürfelt. Und je nachdem, wie viele Männchen du hast, ja, kannst du mehr Würfel nehmen. Beziehungsweise es gibt ein großes und mehrere kleinere Männchen. Mhm. Ein großes gibt dir zwei Würfel, kleinere einen. Maximal kann man drei Würfel haben, dann wird gewürfelt und die höchste Zahl gewinnt. Ja. Ja, also insofern hast wird nicht zusammengezählt. Du hast trotzdem die Chance, auch mit einem gegen drei Würfel zu gewinnen, ja, wenn du die höchste Zahl würfelst. Und auch, wenn solche Sachen zusammenkommen, wie du stehst auf der gleichen Straße, eben dort auf der gleichen Hyperraumlichtbahn oder wie auch immer das heißt, dann wird halt ein Kampf ausgewürfelt. Und beim Unentschieden kriegt ihr dann Siegpunkte und es wird nochmal gewürfelt. Das heißt, es kann auch über ein paar Runden gehen. Und das macht das Ganze ziemlich dynamisch. Das hat uns echt gut gefallen. Das war echt eine schöne Überraschung. Das hat dem Spiel nicht geschadet. Plandurchkreuz, ein Gegner blockiert. Ah, vermutlich, weil ich jetzt dir die Stadt dicht gemacht habe, gibt es ein Achievement. Die hast du aber dem Diener dicht gemacht. Wem aber, auch immer. Aber warum frage ich mich gerade? Weil es das passende Plättchen nicht mehr gibt. Alles klar. Das macht natürlich absolut Sinn. Guck mal. Das scheint einen zu verraten. Soll ich uns jetzt hier zu einer Punkteteilung verhelfen? Mach mal. Mach ich, ne? Alles gegen den Diener. Und wir kriegen Männchen zurück. Und wir kriegen nochmal Punkte für den Diplomatenmann. Ja. Wow. Und noch ein Achievement. Und jetzt musst du noch den Lebkuchenmann und wegsetzen. Und den Lebkuchenmann, ja. Ja, du hast keine Stadt mehr, oder? Ja, ich habe noch die hier. Dann nimmst du die. Die teile ich mir natürlich wieder mit dem bösen Diener. Aber 101 gegen 85. Wir sollten uns nicht mehr gegen den Diener verbünden, sondern gegen dich. Nein, das ist einigermaßen schizophren. Ja, ich muss aber gestehen, also es läuft gar nicht so schlecht, ne? Die Punktewertung entspricht aber nicht meinem persönlichen Empfinden, wie das Spiel bisher lief. Also irgendwie, erkennst du da ein Muster? Ich denke mal darüber nach. Nicht zum ersten Mal. Jammern ist der Weg. So, ich kriege allerdings auch meine Straße hier nicht mehr fertig. Ja. Apropos blöd gespielt. Ich bin ja auch noch gespannt, was mit dieser Wiesenwertung noch passiert. Das ist mir gar nicht mehr so gegenwärtig. Mhm. Tja, komm, vielleicht bauen wir hier noch eine hin. Zacki-Loop. Ich denke, die Punkte werden sich auf jeden Fall nochmal ändern, ne? Mit dieser Wiesengeschichte. Ja, klar. Ich finde, so eine Wiese sollte man sich vermutlich auch schnappen. Also sitzen vermutlich ein paar Leute jetzt gerade vorm Video und greifen sich an den Kopf und sagen, wieso lassen die ganzen Wiesen liegen? Weil sie es nicht besser wissen. Nicht besser Wiesen. Da muss ich mir mal ein bisschen auf den Schenkel klopfen. Gar nicht schlecht.
Willkommen bei der Comedy-Show der Würfelwerfer. Qualitativ ähnlich hochwertig wie die strategisch-taktische Ausrichtung beim Carcassonne-Spielen. Ja. Also ich... Jetzt hör doch mal auf, da hin und her zu scrollen. Mir wird ganz schwindelig. Das ist eigentlich ein Teil, mit dem ich nichts mehr anfangen kann, oder? Wieso war da oben in der Ecke nichts? Da, was denn? Hier ist doch noch eine ganze Stadt frei. Da gibt's ja, aber mit den 4 Restkarten werde ich die nicht mehr... Nee, aber du kriegst, glaube ich, trotzdem ja noch zumindest einen Teil der Punkte. Ja, okay. Das sehen wir gleich bei der Endwertung. Okay, okay. Ich meine, es gibt zumindest die halbe Punktzahl. So. Schubdidub. Die Stadt kriege ich auch nicht mehr voll. Ja, komm, dann verlängern wir doch zumindest hier noch. Zack, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht kriege ich hier noch... Nein, ich kriege es nicht mehr fertig. Eine Restkarte. Ich bin mal gespannt, ob man gleich die Endwertung auch nachvollziehen kann. Das wäre für mich jetzt natürlich sehr interessant, ja, dass die nicht so durchrattert oder so. Das fände ich auf jeden Fall auch sehr schön. Tja, das ist auch nicht mehr so wirklich erbaulich, was man damit machen kann. Weiß ich nicht, würde ich sie jetzt einfach mal hier unten dran setzen. Die längste Strecke und setz einen drauf. Oder guck doch, ob du dir noch eine große Wiese schnappen kannst. Wie schnappe ich mir die denn? Die muss ich umrunden? Also ich nehme mal an, die musst du jetzt irgendwie... Nee, ich glaube, du kriegst einfach die Felder, die damit verbunden sind. Also wenn du hier hinlegst, meine ich, kriegst du nachher für alle Felder, die zu dieser Wiese gehören. In dem Fall wären das hier 3. Mhm. Da gibt es aber vielleicht auch irgendwo mehr. Zum Beispiel hier oben. 1, 2, 3, 4... 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aber zählen denn die Stadtfelder auch als Wiesen? Ich glaube, weil da Wiese noch mit drauf sind, ist, oder? Ja. Komm, wir probieren das jetzt einfach an der Stelle. Genau. Dann erfahren wir wenigstens zum Spielende, genau auf die Seite, noch die Regeln. Schubidu. Okay, jetzt werden die Straßen gewertet. Guck mal, da rattert es bei dir aber ordentlich. Städte gewertet. Ja, das geht schon recht schnell. So, also Städte geben halbe Punkte. Ne? Null. Die hat mir gar nichts gebracht jetzt. Okay. Ach, weil, das hat er vorhin, glaube ich, gesagt, die Wiesen zählen nicht die Wiesen, sondern an wie viele Städte die angrenzen. Ah, okay. Das heißt, wie viele Stadtmauern die berühren. Ja. Das wusste ich natürlich, aber dann hättest du ja gewonnen gehabt. Ja, ich meine, gut, im Prinzip, man hätte ja jetzt auch die Regeln aufmachen können und es nochmal nachlesen können. Das hätte ein vernünftiger Spieler natürlich auch gemacht. Ja, aber ich würde jetzt mal fairerweise sagen, wenn du das gewusst hättest, hättest du vermutlich gewonnen, weil du hättest sicher irgendeine Wiese gefunden, die an mehr Stadtgrenzen an... Ja, das mag sein, das mag sein. Ja, aber das Wichtige ist, wir haben den Diener geschlagen. Das ist alles, was zählt. Weil, wenn man die niedrigste KI nicht mal schafft, dann sieht man natürlich echt ein bisschen blöd aus. Ja, ja. So sehen wir vermutlich auch nicht besonders heller aus, aber wir haben die schlechteste KI geschlagen. Immerhin. Ja, also die Endwertung hätte jetzt für mich einen Tick langsamer noch ablaufen dürfen, aber ich glaube, wenn man es kennt, ist natürlich absolut okay so. Ja, ja. Und es war schon nachvollziehbar, fand ich, was jetzt noch passiert ist. Ja. Jetzt will ich mal noch kurz reingucken, was das Spiel der Woche ist. Die Solitärregeln sind ganz einfach. Soll ich sie dir kurz erklären? Sollen wir uns die noch kurz geben? Ja. Na klar. Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Das Solitärspiel ist ein bisschen anders als das Carcassonne, das du vielleicht schon kennst. Aber keine Angst, es ist einfach zu lernen und macht viel Spaß. Dein Ziel ist es, eine Landschaft mit fertigen Städten und fertigen Straßen aufzubauen. Fangen wir einfach mal damit an, das erste Kärtchen zu legen. Und wie im normalen Spiel gilt, Straßen und Städte müssen aneinander passen. Tipp einen freien Platz an, um dein Kärtchen anzulegen. Ach, das geht auch. Mhm. Sehr schön. Sieht aus wie eine Stadt, in der ich gerne wohnen würde. Um eine Straße fertigzustellen, muss sie an Kreuzungen oder Gebäuden enden. Lass uns das mal mit diesem Kloster hier ausprobieren und eine Zweierstraße bauen. Also eine, die aus 2 Kärtchen besteht. Machen wir doch glatt. Na, besonders weit wirst du auf der Straße nicht kommen, aber ich höre, die Aussicht ist um diese Jahreszeit hervorragend.
Und damit kommen wir zum spannenden Teil des Abends. Im Solitärspiel geht es darum, Städte und Straßen in aufsteigender Größe fertig zu bauen. Mit den Zweiern fängt man an und baut so lange, bis die Kärtchen ausgehen oder man die Sechserstraße und die Sechserstadt fertig gebaut hat. Aha. Vielleicht hast du ja schon die kleinen Zweier in deiner fertigen Stadt und auf deiner fertigen Straße bemerkt. Jede fertige Straße oder fertige Stadt mit der gerade richtigen Größe bekommt eine solche Markierung. Guck mal nach unten. Dort ist eine Anzeige, was du als nächstes bauen musst. Als nächstes also die Dreierstadt und die Dreierstraße. Okay. Am Anfang hast du 1000 Punkte. Jeder Zug zieht dir Punkte ab. Je weitläufiger deine Landschaft ist, desto mehr Punkte werden abgezogen. Es lohnt sich also, möglichst kompakt zu bauen. Leg das nächste Kärtchen, um zu sehen, wie dir Punkte abgezogen werden. Siehst du, deine Punktzahl ist jetzt kleiner, aber dafür bist du näher an deinem Ziel. Und nicht vergessen, je kompakter deine Landschaft, desto höher bleibt deine Punktzahl. Okay. Gut. Wenn du fertig bist, kannst du mit deinen Baumeisterfähigkeiten bei deinen Freunden angeben. Fordere sie heraus, die gleiche Kärtchenabfolge zu spielen und mehr Punkte als du zu machen. Wenn sich das nach Spaß anhört, und seien wir mal ganz ehrlich, das tut es ja auch, dann schick ihnen einfach eine Einladung aus dem Wertungsbildschirm. Wenn mir das Entwickler persönlich sagt, wird er mich ja nicht belügen. Das war doch jetzt alles gar nicht so schwer. Und du weißt jetzt alles, was du brauchst, um in Carcassonne zu bestehen. Okay. Ich verziehe mich wieder in mein Handbuch, sage Dankeschön und auf Wiederhören. Ich mach mal die Dreierstadt hier fertig, ne? Mhm. Okay. Das wollen wir es mal gerade noch so durchspielen. Schau mal, ich brauche jetzt eine Dreierstraße, das heißt, hier geht's nicht. Aber hier will ich natürlich irgendwann eine. Zack, zack, zack. Eine längere Straße. Hier oben lang, aber ich weiß es auch nicht. Probieren wir mal. So. Kloster. Gibt es fürs Kloster irgendwelche Regeln? Nee, die kann ich bauen, wie ich will, ne? So, das ist die Kreuzung, auf die ich warte. Perfekt. Dann haben wir nämlich hier die Dreier. Jetzt müssen wir eine Viererstraße bauen, eine Viererstadt. Ja, machen wir nochmal da oben weiter. Ja, das sieht ganz gut aus. Zack. Und da müssen wir hier, da schon an der nächsten Stadt bauen. Das ist der gelbe Rahmen hier drumherum oder dieser braune. Ja. Der ist vermutlich dann diese Größe, die genau. uns Punkte kostet. Ja, ne? Richtig. Raffi Tückisch. Kommen jetzt aber viele von diesen großen Stadtkarten. Würde mich mal interessieren, ob es die gleiche Verteilung ist wie sonst. Da würde ich aber fast von ausgehen, Stadt oder? Ihre Stadt ist da oben. Müsste eigentlich, ne? Boah, ja, das wird so aber keine Viererstadt, oder? Da oben ja doch jetzt könnte die Viererstadt sein, da oben vielleicht hin. Okay. Boah, schwierig, ja. Ja, komm, ich mach's jetzt mal so hin. Ja. Da nehmen wir noch ein Kloster mit. Zwei, drei, vier. Du Fuchs, du! Jawohl. Ich habe das Spiel halt voll durchschaut. Dann machen wir jetzt noch die Fünferstadt fertig. Meine Güte, sind wir brillant, denkt ihr euch jetzt sicher da draußen. Was machen die Hansle da? 2-4. Ha, das läuft gar nicht so schlecht, glaube ich, denke ich. Außer, dass wir jetzt schon wieder unser Reich hier für teures Geld vergrößern müssen. Wir sind ja schon bei der, wir sind schon bei der 6er Stadt jetzt, ja. Ne? 1, 2, 3, 4, wäre doch ganz toll, wenn das hier passen würde, also wir die irgendwie dicht kriegen. Ja. Und wir sind bei der Fünfer Straße. 2, 4, 5.
Haben wir dann. Zwei, warte, wir brauchen vier, ja 7. 6, 7. Okay, perfekt. Cool. So, noch 26 Restkarten. Wir bräuchten eine Achterstadt. Da sind wir natürlich jetzt gar nicht mehr drauf vorbereitet. Nee. Da war das heißt, wir können rechnen. Eigentlich nur vielleicht mal versuchen, hier irgendwie noch was hinzukriegen. Da! Juhu! Zack! Die Siebener Straße. Ah, jetzt sind wir durch. Ah, wir sind durch. Warum? Weil wir die beiden Sechserwertungen haben. Dann hat er das so gemeint. Ja, also wenn man zwei Sechserwertungen hat, ist das Spiel zu Ende und wir haben noch 576 Punkte. Jetzt gibt es hier diesen Punkt angeben. Ich befürchte, damit werden wir uns total blamieren. Aber das macht nichts, weil wir spielen ja unter deinem Namen. Yeah. Thomas, angeben. So, ich dachte, wir geben gleich online ein. Ich dachte, das hat die Direktschaltung zum Tagesthemen heute Abend. Ja, aber ehrlich gesagt finde ich auch einen ganz witzigen Modus. Ja, doch, auf jeden Fall. Und das heißt Spiel der Woche. Ich frage mich jetzt, ob das sich dann wirklich von der Mechanik her, kann sich das ja nicht jede Woche ändern, ob das, was da genau anders ist. Ja, ich weiß nicht. Also ich kenne andere Online-Spiele, die haben dann auch so wechselnde Spielmodi. Es gibt ja hier auch noch das Zufallsspiel. Mhm. Da kommt ein Lomit Ur. Ich kann mir nur vorstellen, dass das tatsächlich die Zusammensetzung der Karten ist, oder? Ich weiß es nicht. Können wir es hier irgendwie über das Buch erfahren? Solitärregeln, du Fuchs. So. Das sind ja jetzt die allgemeinen Solitärregeln. Jetzt ist halt die Frage, wie unterscheiden sich die Spielmodi, ne? Genau. Gut, das werden wir euch jetzt, glaube ich, so nicht sagen können. Aber ich kann auf jeden Fall mal sagen, ich finde den Spielmodus nicht so schlecht. Mhm. Das macht mir Spaß. Und es gibt natürlich hier noch im Internet die Möglichkeit, über das Konto gegen anderen Spieler zu spielen, auch online. Ja. Also schon recht umfangreich. Ja. Also nicht ligamäßig, aber mit Freunden quasi, ne? Nee, also, ich glaube, das kannst du auch mit Fremden dann spielen. Ah, okay. Aber man erstellt ein Spiel und ein fremder Spieler kann dann beitreten quasi. Gehe ich mal von aus, dass es so funktioniert. Ja, das ist ja hier von Apple mit ihrem... Gibt es ja diesen Spiele-Service, der automatisch mit integriert ist. Mir entfällt immer der Name. Wie auch immer. Ich kann es beim besten Willen auch nicht sagen. Ich benutze es auch nicht groß. Ich spiele meistens ja doch dann eher alleine. Und kann man auf jeden Fall auch spielen. Ja. Hier vielleicht noch, sieht man auch im Design, Software hier, die Leute, die das Spiel gemacht haben. Für die Brettspieler unter euch ist vielleicht Marcel André Casasola Merkler auch ein Begriff, der schon ein paar Brettspiele rausgebracht hat, die er bei den Coding Monkeys ist. Die haben sehr schöne Apps gemacht, unter anderem auch eine eigene Entwicklung, die heißt Rules, Regeln. Da könnte man eigentlich auch irgendwann mal reinschauen. Das ist kein Brettspiel, ist keine Brettspielumsetzung. Ist aber echt auch eine sehr schöne App, die vielleicht auch für Brettspieler interessant ist. Da ich glaube, die müssten wir mal in unser Programm mit aufnehmen. Ja. Falls ihr uns noch so lange zugehört habt, lasst uns doch mal wissen, ob es euch auch interessiert, mal Apps zu sehen, die jetzt keine Brettspielumsetzung sind, sondern vielleicht mal einfach für Brettspieler trotzdem interessante Spiele sind, auch wenn es reine Apps sind. Da gibt es nämlich noch ein paar schöne Sachen. Und eins wäre eben Rules, auch hier von den Coding Monkeys. Mhm. Ja. Sag mal, wie ist es? Wie findest du es? Also ich fand die App insgesamt auf jeden Fall schön und rund. Was das Spiel selbst betrifft, da muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen reinfinden. Es kam mir jetzt einfach alles sehr zufällig vor, ne? Aber wie du schon meintest, das scheint ja so ein Carcassonne-Effekt gewesen zu sein. Was ich halt nicht, das werde ich mir nachher im Video nochmal anschauen. So ein paar Sachen habe ich nicht genau verstanden. Zum Beispiel, als ich das Kloster gesetzt habe, ich bin mir relativ sicher, dass da halt nur eine freie Fläche auf der Wiese war. Dass ich halt keinen Arbeiter auf die, oder Gefolgsmann aufs Kloster selbst setzen konnte. Hatte ich auch so gesehen. Vielleicht täusche ich mich aber auch, oder wenn ich mich nicht täusche, hatte es wahrscheinlich einen Grund, den ich aber jetzt auf Anhieb erstmal nicht verstanden habe. War es vielleicht kein Kloster? War es vielleicht kein Kloster, kann auch sein. Also ich bin auch drüber gestolpert, das war ein bisschen komisch. Mhm. Ja, ansonsten Carcassonne war für mich eine der ersten richtig gut gemachten Apps. Mhm. Ich war damals total begeistert, wie das funktioniert mit dem, ranzoomen und Sachen einsetzen. Man merkt natürlich jetzt,
6 Jahre später. Es ist natürlich jetzt Standard. Also heute, mich hat es jetzt nicht mehr umgehauen, wie es gemacht war, sondern es ist einfach immer noch gut gemacht. Ja. Es ist immer noch, sage ich mal, kann man schon noch sagen, so ungefähr State of the Art. Es ist nicht, dass sich's weiterentwickelt hat und irgendwas verloren gegangen ist. Aber es gibt natürlich jetzt eine ganze Reihe Apps, die das genauso gut machen von der ganzen Bedienung her. Carcassonne war für mich aber die erste, die es gemacht hat. Und deswegen nach wie vor finde ich es eine sehr, sehr coole App. Ich mag das Spiel auch ganz gerne, auch wenn dieser Vorwurf, es ist schon ein bisschen sehr zufällig und man wartet manchmal auf die Karten und dann kommen sie halt nicht oder jemand anderes kriegt sie. Das ist halt inhärent einfach in dem Spiel drin, das muss man mögen oder nicht. Manche Leute mögen es nicht, aber ich glaube, die Masse der Leute, Carcassonne ist ein Riesenhit, läuft immer noch gut, die mögen es trotzdem. Und ich finde auch mit diesem Solitärspiel gewinnst du auch mal was. Ich finde das eine schöne Erweiterung dazu. Das stimmt. Nachteil ist wirklich, ich finde es schon ein bisschen sehr hochpreisig. Wobei andererseits, meine Güte, sind 10 Euro, wenn ihr Carcassonne mögt, kann man sehr oft spielen. Und es gibt ja immer mal noch mal einen Sale, nehme ich an. Vielleicht ist die App damit dabei. Das weiß ich nicht, wie die Preisentwicklung da ist oder wie stabil die gehalten wird. Ich fände es aber für den Preis eigentlich ganz angemessen, im Sale mal ein paar Euro runterzugehen, weil auch dieses Zukaufen dann schon ein bisschen ins Geld geht. Wir haben jetzt diese Wintererweiterung, die jetzt halt so eine typische Carcassonne-Kleinerweiterung ist, die nicht viel macht. Die kostet halt 1,99 noch mal extra. Ja. Da finde ich das mal bei 12, 14, 16 Euro, wenn man ein paar Sachen kauft. Ja, wenn man überlegt, dass das Star Wars Carcassonne schon für 11 Euro jetzt in deinem Fall zu haben war. Ja, ja, ein bisschen suchen. Ja. Okay, kriegt man es dann schon. Wobei normal kostet es auch nur 13 oder so. Ja. Ja, ist schon ein bisschen hochpreisig, weil es ein digitales Spiel, man hat keine Druckkosten und so weiter. Andererseits, es geht Geld zum guten Entwickler, der weiterhin schöne Spiele dafür macht. Sowas wie Rules, was ein Publisher vermutlich niemals finanziert hätte. Und da ist das Geld gut aufgehoben, da werden gute Sachen mitgemacht, die Leute verdienen nun mal ihr Geld damit, die haben ihre Kosten dazu. Es waren ja auch einige Leute wieder beteiligt, wie man gerade gesehen hat. Ja. Muss man auch sagen, es ist halt doch immer wieder Aufwand, so ein Spiel zu machen, zu testen. Es wird offensichtlich immer noch gepflegt. Es kommen neue Sachen mit diesen Spielmodi jede Woche. Behaupte ich jetzt mal so, ohne das jetzt lange Zeit verfolgt zu haben. Schön gemacht. Also ich finde es trotzdem sehr schön. Über den Preis, den will ich auch nicht mit in die Wertung jetzt so reinnehmen. Also eine App wird für mich nicht schlechter oder besser, wenn sie teuer oder billig ist. Nee, das ist richtig. Ja, ist für mich einfach eine rundum gute App. Ich finde, gab keine Stolpersteine. Ich finde auch, das Tutorial hat zum Beispiel jetzt mal nicht alles erklärt. War dadurch echt angenehm zu spielen. Man konnte reinsteigen. Man guckt dann halt mal in die Regeln. Ist mir lieber als so ein Tutorial, was alles bis ins letzte Detail wiederkäut und dich dann anödet. Das ist halt auch immer anstrengend. Also ich finde das einfach rundum schön gemacht. Von mir Daumen nach oben. Ich finde es cool. Ja, also von mir auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde ich wieder spielen. Schön. In diesem Sinne, besucht uns doch mal unter www.würfelwerfer.net. Dort findet ihr unsere Website mit Links zu unserem monatlichen Podcast über Brettspiele. Aktuelles Thema, wenn ihr dieses Video jetzt noch im Dezember seht, ist Merry X-Wing über Star Wars. Wir reden über eine ganze Reihe von Star Wars Spielen. Insbesondere gehen wir auch auf X-Wing ein Miniaturenspiel, wo man diese Gefechte von Star Wars nachspielen kann. Der neue Star Wars Film kommt ins Kino. Wenn ihr das jetzt im Januar, Februar guckt, das Video, oder noch später, ist das ein alter Hut. Aber heute sind wir noch aktuell. Ja. Der Film ist noch nicht mal raus. So, wir sprechen nämlich, unsere Zuhörer vom Podcast wissen das aus der Vergangenheit zu euch. Und wie wir das machen, verraten wir nicht. Alles klar dann, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Macht es gut. Ciao.